Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise Vlog-Video von mir. Hier auf YouTube. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Und zwar geht es für mich heute nach Griechenland, also auf Mykonos. Und ich war noch nie zuvor in Griechenland bzw. in Mykonos. Deswegen ist es alles sehr aufregend und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit auf den Trip. Das Ganze wird nämlich ein Mädelstrip, organisiert von Spreadvertise. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Tage dort. Wir haben da eine Villa, so wie weit ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir ganz coole Sachen dort. Ganz viele Aktivitäten und ich bin selbst schon so gespannt und weiß gar nicht genau, was auf mich zukommt. Auf jeden Fall werde ich euch die 5 Tage hoffentlich mitnehmen und hoffen, dass der Vlog nicht zu lang wird. Und ja, wie gesagt, für mich geht es in 20 Minuten los nach Frankfurt. Wir fliegen nicht alle zusammen von Frankfurt und ich wohne ein bisschen weiter weg von Frankfurt, deswegen freue ich mich noch auf 3 Stunden Fahrt und ich würde mal sagen, let's go. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile am Flughafen und wir sind auch alle schon am Start. Hallo. 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 Ich hab doch nichts mit. Wir haben Hunger und unser Flug kommt. Ja, und unser Flug hat Verspätung, wir haben Hunger und wir hoffen, dass es gleich losgeht und dann sehen wir uns hoffentlich dann im Mykonos. So Leute, wir sind bereits in Griechenland angekommen. Ich habe euch gestern bei der Reise nicht mehr mitgenommen, wir hatten dann ein bisschen noch mit einem Flug Verspätung, aber alles ist gut gegangen. Die Landung war katastrophal, Leute. Die Landung war nicht mehr normal. Wenn ich dieses Video noch habe, dann werde ich es mir einblenden, wie wir geschrien haben. Aber es war echt, es war die schlimmste Landung, die ich bisher hatte. Ich bin noch nicht so oft geflogen, aber es war von denen, die ich, wo ich gelandet, also von den Flügen, wo ich schon gelandet, mit denen ich gelandet bin, war es auf jeden Fall die schlimmste Landung, Leute. Alter, das hat so heftig gewackelt und die Kinder haben einfach alle so geschrien, als ob sie gerade die geilste Achterbahn des Lebens waren. Wir sitzen so. Alter. Cool finde ich das jetzt nicht hier. Okay, okay, oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Griechenland angekommen. Wir sind auch bereits schon in der Villa und sie ist einfach so, so, so traumhaft schön. Ich werde euch auch gleich hier noch eine Roomtour, kleine Villa-Tour einblenden. Und ja, aber heute haben wir den ersten Tag. Wir sind hier 5 Tage und heute ist unser erster Tag und wir haben gleich schon eine Yoga-Session, soweit ich weiß. Mal schauen, wie weit ich euch dahin mitnehme. Ansonsten machen wir heute, glaube ich, noch eine Pool-Session. Also wir werden am Pool shooten. Und heute Abend werden wir irgendwo picken bei irgendeinem Lighthouse. Ich bin auch selbst völlig unwissend so ein bisschen. Aber ich werde auf jeden Fall ganz viel mitfilmen und mitnehmen. Und ich würde mal sagen, dann bis später. So Leute, wir sind jetzt schon fleißig am Content produzieren. Jetzt machen wir gleich noch eine kleine Pool-Session und ich werde euch da jetzt mitnehmen. Wir machen jetzt gleich Gruppenbilder am Pool und mal schauen. Und ja, ich nehme mich einfach mit und werde euch auch wohin stellen. Und let's go. Hi. Hi. Ist dein Vlog? Ja. So Leute, wir sind jetzt fresh gemacht und für uns geht es jetzt weiter zum Lighthouse. Also wir wissen selber nicht noch ganz, was es ist, aber wir haben es schon mal im Internet gegoogelt. Also ich habe es vorhin gegoogelt und es sah auf den Bildern mega schön aus.
Und dort werden wir gleich Fotos shooten. Wir haben fast alle weiße Kleider an. Und ja. Und ich nehme euch da gleich mit hin und bis später. Jetzt yes, alle weiß. Ja. Alle weiß. Hi. Hallo. Das ist YouTube-Kanal. Hallo. 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 Hi. Hi. So Leute, heute ist Tag 2 auf Mykonos, beziehungsweise hier in Griechenland. Wir sind, also beziehungsweise ich bin bereits auch schon richtig lange wach. Ich glaube, ich habe allgemein heute Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Und dann sind wir um 6 Uhr aufgestanden und haben ein Sunrise-Shooting gemacht, also beim Sonnenaufgang geshootet. Und jetzt haben wir mittlerweile auch schon bald wieder 10 Uhr. Und ja, heute werden wir erstmal hier morgens sein. Und dann werden wir nachher Jetski fahren, darauf freue ich mich schon später richtig. Ich werde versuchen, mit der GoPro mitzufilmen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Werdet ihr sehen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Und danach, also heute Abend, machen wir dann noch eine Bootstour. Und es ist jetzt schon so unglaublich heiß. Ich glaube, wir werden heute sterben. Und ja, aber ich würde sagen, dann bis später und... So, wir kamen jetzt gerade eben erst vom Jetski fahren und jetzt geht es gleich weiter, denn wir haben jetzt schon bereits fast abends und jetzt machen wir noch eine Bootstour mit Barbecue auf dem Boot. Wir sind alle gespannt. Alisha ist nicht ready und wir fahren eigentlich so in 3 Minuten los und ja, wird funny. Oh. So Leute, dritter Tag in Mykonos und geht jetzt los in die Stadt. Wir haben heute Morgen schon richtig coole Bilder im Pool gemacht und Alisha und ich sind, glaube ich, mal wieder die Letzten. Auf jeden Fall gehen wir jetzt los in die Stadt. Ich werde mit dem Handy mitvloggen und ich würde mal sagen, dann bis später irgendwo in der Stadt und I see you. Stadt und
finde, jedes Geschenk ist so schön, dass wir alle glauben, wir werden arm. Ja, Lisa, wir werden heute noch arm. Oder? Ja. Wir haben so viele schöne Kleider gesehen. So Sachen, die man halt nicht überall bekommt. Und wir gehen gleich shoppen. Leute, ich sehe so broke aus. Wir sind so richtig lost in der Stadt. Ja, ich habe ein paar Wirbelstürme hinter mir. Auf jeden Fall sieht hier alles richtig süß aus. Es sieht so schön aus. Auf jeden Fall sind wir gerade was shoppen. Ich habe schon eine Sache gefunden, beziehungsweise glaube ich, wird das auch meine einzige bleiben. Wir müssen nämlich schon 20 Minuten am Treffpunkt sein. Wir haben keine Ahnung, wie wir sind, weil hier alles gleich ist. Aber schauen, Alicia ist jetzt gerade noch was anprobieren. Und mal schauen, ob wir die Windmühlen wiederfinden, wo wir uns treffen. So Leute, wir haben schon bereits wieder den nächsten Tag. Ich habe gestern nicht mehr so viel mitfilmen können mit dem Handy. Es war so stressig, so windig in der Stadt. Oh mein Gott. Aber heute ist unser Abflugtag und wir haben schon bereits alles gepackt. Also hier unten ist mein Koffer, da hinten ist Alishas Koffer. Sie hat einfach alles reingeschmissen. Ja, und für uns geht es dann her, aber erst heute Abend. Wir haben jetzt noch, wir haben jetzt erst mittags und unser Flieger geht aber erst heute Abend um 19 Uhr. Aber wir müssen um 12 Uhr schon hier raus sein. Mal schauen, ob wir pünktlich rauskommen. Und die beiden drehen da gerade draußen ein TikTok. How cute! Voll konzentriert. Dann werde ich euch entweder mit der Handy oder mit der Kamera noch weiter mit zum Flughafen nehmen, mal schauen, wie es am besten ist und ob ich sagen, wir sehen uns später. So, ich bin wieder back in Germany. Ich bin gestern Abend gut in Frankfurt angekommen und gelandet. Die Landung war auch viel sanfter als auf dem Hinflug. Ey, die Hinfluglandung war echt grausig. Ich glaube, das war sogar gestern die sanfteste Landung, die ich je auf einem Flug hatte. Auch wenn ich jetzt noch nicht so wahnsinnig oft geflogen bin. Aber ja. Auf jeden Fall war die Zeit in Mykonos eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich habe die Mädels voll ins Herz geschlossen und ich hoffe, wir können das irgendwann wiederholen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen Start in die neue Woche und noch einen schönen restlichen Sonntag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Vlog, wer weiß. Wenn ihr das Video seht, bin ich bereits in Amerika. Und ja!